Willkommen zurück zum Let's Play Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Es ist schon ein Weilchen her. Das liegt daran, dass Ferien waren und ich die Konsole nicht mitgenommen habe. Ich habe stattdessen dort nur Retro-Sachen aufgenommen. Jetzt ist aber die Zeit wieder für Konsolensachen. Und ich habe vorhin schon Mario aufgenommen und mache jetzt Kingdom Hearts. Danach weiß ich noch nicht, was ich dann aufnehmen werde. Vielleicht ein ganz neues Spiel, man weiß es nicht. Ich will erst morgen machen. Da wird noch Tomb Raider kommen. So, wir reisen meine Welt weiter. Gelevelt habe ich noch nicht. Das will ich ganz in Ruhe machen, während ich hier die drei... Ein Turboantrieb, mit dem für kurze Zeit beschleunigt werden. Achso, wir haben jetzt... Ja, ich habe... Das habe ich noch gemacht. Ich habe nämlich den Jet ein bisschen aufgeboostet. Ich habe dran gearbeitet, wie man sehen kann. Und demnach hat das Ganze jetzt auch einen Turboantrieb, mit dem wir unser Ziel blitzschnell erreichen können. Und ihr seht schon, wir haben Raketen, ich habe verstärkten Laser dran. Ich habe an den Dingen ordentlich gefummelt. Ich habe das sozusagen in den richtigen Tank verwandelt. Wird auch nützlich sein, denn später wird es noch richtig brisant. Das kann ich jetzt schon sagen. Später wird es noch richtig actionreich. So, mir ist gerade das Fenster im Weg, um mal zu machen. So, wir wollen ja freie Sicht für unser Schussfeld haben. Wohin führt das Fragezeichen? Das werden wir schon bald herausfinden. Boah, guckt euch das Schild an. Die Feinde haben keine Chance gegen uns. Mit unserem overpowerten neuen Jet. Was jetzt? Ein großes Schiff nähert sich uns. Ein ziemlich großes Schiff. Ein Schiff, das ist ein Piratenschiff. Sie wollen es ran, alle festhalten. Verzaubertes Neuland. Hätte nicht gedacht, dass du kommst, Sora. Schön, dich wiederzusehen. Wo sind Donald und Goofy? Liegt dir an denen so viel? Mehr als an deinen alten Freunden? Um die mach dir keinen Kopf. Sorg dich lieber um sie. Kairi! Ganz genau. Während du rumgetrödelt hast, habe ich sie gefunden. Nicht so hastig. Auf meinem Schiff gibt's keine faulen Tricks, Kleiner. Riku, warum bist du auf der Seite der Herzlosen? Die Herzlosen gehorchen mir jetzt, Sora. Ich habe nichts mehr zu fürchten. Sei nicht dumm. Früher oder später verschlingt sie dein Herz. Keine Chance. Mein Herz ist viel zu stark. Riku! Meine neuen Kräfte ermöglichen mir vieles. Zum Beispiel das. Jetzt darfst du zu deinen Freunden. Stechen wir in See. Und halte Sora von Kairi fern, bis wir wieder an Land gehen. Die verlauste Ratte glaubt, sie kann mich rumkommandieren. Und was machen wir jetzt, Captain Hook? Nichts. Im Laderaum wimmelt es von Herzlosen. Sollen die sich um die kleinen Kröten kümmern? Aber, Captain, Sie wissen, wer da unten noch... Hast du das gehört, Smee? Dieses grässliche Geräusch? Nein, Captain. Bist du ganz sicher? Hab ich mir das eingebildet? Oh, meine armen Nerven. Ja. Wir sind in Captain Hooks Welt.
es nicht wahr? Ja, es war ganz bestimmt Kairi. Ich habe sie endlich gefunden. Na schön. Ja, dann gehen wir mal hoch und reden mit ihr. Ja. Mutter von mir. Oh, Entschuldigung. Na, wie geht's? Ihr wollt hier raus, hä? Wer bist du? Ich bin die Antwort auf eure Gebete. Also gut, bitte, wie ihr wollt. Du sitzt doch hier auch fest, oder nicht? Ha, nein, ich warte nur auf jemanden. Auf wen? Naseweiß, wo warst du so lange? Gut gemacht. Du hast also Wendy gefunden? Warte, da war noch ein Mädchen, sagst du? Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall lasse ich Wendy im Stich. Komm schon, Naseweiß. Mach die Tür auf. Ich bin Peter Pan. Ich bin Sora. Okay, wir sitzen im selben Boot, aber nur bis wir Wendy finden. Jetzt haben wir eine kleine Unterstützung bekommen, nämlich Peter Pan. Und tauschen Goofy mit Peter Pan aus, denn den können wir gut gebrauchen, denn Peter Pan ist schlagkräftig und trägt komische grüne Klamotten. Ah ja, ist schon witzig. Oh, Herzloser. Herzloser Pirate, wie gesagt. Und unser schwarzes, herzloses Schattenbild verfolgt uns. Ich weiß gerade nicht, kann man dem Schaden machen oder kann man keinen Schaden machen? Ich hatte nämlich gerade nicht so das Gefühl, als wenn ich ihm Schaden gemacht habe. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Doch, wir können ihm Schaden machen. Das ist der Sucher, Herzlose. Das nenne ich ihn mal. Den werden wir gleich noch näher kennenlernen. Erstmal müssen wir jetzt hier die ganzen Herzlosen durchboxen. Und die Kisten. Ach, wir gleich im Laderaum weiter. Und hier windet es natürlich auch von Gegnern. Das Scheiße. Ich find's ein bisschen blöd, weil im Zeitstopp kann man gegen keinen Schaden machen. So wie ihr es gerade seht. Macht aber nichts, denn wir machen trotzdem ganz gut Schaden bei den Gegnern. Übrigens kann man den Laderaum ganz gut leveln, da hier ziemlich viele Herzlose hinspawnen. Das weiß ich gerade nicht. Das hat mir getan. Auf nach oben. Oder nicht? Doch, auf nach oben. Weil allzu viel Zeit will ich hier nicht vertrödeln. So, wieso kannst du fliegen? Jeder kann fliegen. Wollt ihr es mal versuchen? Oh, bist du immer noch böse, Naseweiß? Hier, ein bisschen Feenglanz. So, jetzt kannst du fliegen. Ach, Donald.
Was? Wendy gehört nicht zu den Auserwählten? Offenbar gibt es nur 7. Und Malefit sagt, sie gehört nicht dazu. So schnell wie möglich Anker lichten und alles an Ballast abwerfen, inklusive ihr. Nach dem ganzen Theater, das wir hatten? Und warum diese 7? Was hat Malefiz da überhaupt vor? Wer weiß. Solange ich Kairis Herz zurückgewinnen kann, ist mir alles egal. Du verschwendest nur deine Zeit. Das Herz des Mädchens haben die Herzlosen verschlungen. Es ist für immer verloren. Darauf wette ich meine zweite Hand. Ich werde es finden, egal wie. Captain? Was? Die Gefangenen sind entkommen. Aber schlimmer noch, Peter Pan ist bei ihnen. Verdammt sei dieser Peter Pan. Nun gut, denn bringen Sie mir die Geisel in meine Kabine, Schmie. Aber Dali. Oh je, das riecht nach Ärger. Was ist Naseweiß? Peter? Peter Pan? Wendy! Schnell, beeil dich! Die Piraten kommen! Was? Ich bin gleich bei dir. Sekunde Geduld. Wendy? Ja? Ist bei dir da oben noch ein Mädchen? Ja, wieso? Aber ich glaube, sie schläft. Sie machte bisher keinen Mucks. Kairi? Kairi! Wendy, los, schnell nach oben. Das ist ziemlich schnell. Gut, okay, kommen noch Kämpfe? Ich glaube, nee, keine Kämpfe. Das war jetzt die falsche Tür. Zurück. Ich muss nämlich tatsächlich hier nach oben. Ich müsste mich langsam mal, glaube ich, heilen. Genau. Was haben wir hier Schönes drin? Anti-Z-Gummi. Cool. Wendy, bist du da drin? Gehen wir mal rein. Obwohl, kommen wir rein? Nein, kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir eine andere Tür nehmen. Da können wir auch nicht rein. Wir können, glaube ich, ja, hier rein. Aber wir brauchen jetzt mal Goofy in der Gruppe. Denn wir müssen gleich eine Entec auslösen. Ach nee, da war's ja. Ein Stockwerk höher, bitte. Rico, warte! Das ist einer der anstrengendsten Bosse im Spiel. Mein Schattenbild. Oder mein herzloses Ebenbild. Der K.
kann richtig bösen Schaden machen. Ja, ihr seht schon, der macht richtig bösen Schaden. Da muss ich Ero aktivieren. Ja, ich mache ihm auch ganz gut Schaden. Auf der Remix-Version ist der übrigens noch ein Zacken schärfer. Ihr seht schon, der hat ganz schön viel Energie und kann sich nochmal teilen. In echten und einen falschen Klon. Aufgepasst, der. Mit dem ist nicht zu spaßen. Den werden wir nicht unterschätzen. Wer der echte, wer der falsche ist. Da er sich nochmal geteilt hat. Okay, das war der echte. Ich glaube, der Trick ist immer nochmal dem echten zu folgen. Und die anderen aus Acht zu lassen. Boah, der kann nerven. Der kann richtig nerven, der Typ. Der ist bestimmt im Profi-Modus noch ein Zacken schärfer als in diesem normalen Modus schon. Der hat gleich mein ganzes Ja, da hat mein Schutzschild weggespielt. Verdammt, mein Schutzschild ist weg. Nein, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Der kommt aus dem Boden geschossen. Ganz hinterhältig. Dieses Vieh. Was heißt Vieh? Es ist ein Herzloser. Okay, ich habe keine Ehre mehr. Ich muss es jetzt so schaffen. Das können wir hinkriegen. Das können wir hinkriegen. Ja, gerade wenn ich ihn treffen will, verschwindet er. Das ist blöd. Getroffen. Ach Mann, wenn ich gerade treffen will, ist er weg.